Ah, jetzt ist der Teleporter nicht mehr da, oder was? Warum das denn nicht mehr? Ach, das ist ja ärgerlich. Das heißt, ich komme da jetzt nicht mehr hin, oder wie? Ja, das ist ja wirklich bedauerlich. Das ist ja wirklich bedauerlich. Wieso ist denn das nicht mehr da? Ja, mach mal was für dein Geld. So. Ja, super. So will ich das sehen, Cyber. Und du noch, so. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay. Dann speichere ich mal extra. Oh Mann. Oh shit. Das ist eine Unverwundbarkeitsfee allerdings. Die könnte nochmal nützlich sein. Natürlich noch mal nützlich sein. Gut. Ich würde sagen, wir werden diese komischen Dinger erst zuerst platt machen. So. Okay. Nicht mehr zu euch reinkommen, Scheiße. Ah, ich glaube, wir haben es überlebt. Mhm. Na, ein Glück, dass ich die mit Unverwundbarkeit plätten kann. So. Ja, das ist ja scheiße. Ist das wirklich schon das Exit? Ja, das ist es. Das will ich aber nicht. Nee, das will ich nicht. 3 von 5. Wir haben einige Secrets noch ausgelassen. Und das geht gar nicht. Vielleicht ist ja eines unter anderem die Möglichkeit, den Cyber doch noch irgendwie zu Tedel zu fragen. Ich möchte ihn so ungern selber plätten müssen. Das muss auch irgendwie besser gehen. Bisher sehe ich da jedenfalls keine Möglichkeit. Leider, leider. Aber ich finde auch die letzten Secrets noch nicht so ganz. Aber vielleicht können wir ja noch... Doch, hier, nein. Das ist einfach nichts zu machen, da. Will sich der verdammte Teleporter nicht mehr erreichen lassen, da zu sein? Das ist ziemlich ärgerlich. So. Aber wo könnten jetzt die Secrets sein? Leben tut 6 Stück sogar noch, wow. Krasser Shit. Sollen die alle noch sein? Hm. Ich will nochmal hier gucken. Und zwar, vielleicht kann man da ja rüber. Ach,
meinte, vielleicht kann man da mal rüber, aber so natürlich nicht. Hier ist auch nichts mehr. Tolle Wurst hier. Ja, lass mich jetzt da durch. Ich wusste doch, dass man hier rüber kann, aber bringt das irgendwas? Habe ich davon irgendwas? Ach Mensch, wieso komme ich denn nicht mehr da hinten? Nein, das ist doch kacke. War denn da hinten eigentlich überhaupt noch? Um das mal nachzuprüfen. Los, lass mich das mal nachprüfen. Okay, da ist ein Quetschding gewesen. Verdammte Scheiße, das ist doch ärgerlich. Ich hätte wahrscheinlich den Schalter drücken sollen von Anfang an. Entschuldigung, lass mich doch nochmal hin. So. Gut. So. Ich will nämlich nochmal hier kurz hin. Ich muss ja den Cyber jetzt nicht zwangsläufig telefrücken, weil das wäre jetzt so ungefähr. Aber. Denn wenn das nicht vorgesehen ist, will ich das natürlich auch nicht tun. Aber ich will zumindest die Viecher noch tot haben. So. Das speichere ich jetzt mal kurz hier. Ach, hier können wir eh nicht durch. Aber vielleicht hätte. Aber vielleicht macht der Schalter ja wieder die Dings runter. Gut, jetzt muss ich den Telefrecken, ne? Wahrscheinlich keine andere Wahl bleiben. Den Schalter hatte ich auch nicht gedrückt, ernsthaft. Was war denn hier noch offen, verdammt, das ist ja eklig, bitte. So. Viel zu viel war hier noch offen. Ja gut, den habe ich jetzt getelefrickt, das ist klar, aber ich will jetzt mal gucken. Ob hier? Nein, da kannst du nichts machen. Gut. Shit. Okay. Gut, dann werde ich jetzt erstmal die Secrets versuchen zu finden, weil die müssen die auch noch irgendwo sein. Aber das mache ich mal eben so. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wow. Also die Secrets sind echt gut versteckt. Wahnsinn, krasser Shit. Gut, ich denke, ich lasse das jetzt trotzdem drin. Denn ich will ja die Kills alle haben. Aber ich glaube, wenn ich da jetzt durchgehe, kommt, glaube ich... Genau, hier kommt nochmal so ein... Archwall, glaube ich, kann mir noch, ne? Genau, Archwall noch. Der muss noch weg. So. Genau, dann habe ich hier alles. Dann würde ich sagen, speichern wir den hier über. Denn ich will ja alle Kills haben. Jetzt würde ich aber wahrscheinlich den Cyber-Tele fragen, ne? Ja, da das jetzt Beschiss ist, machen wir das nicht. So. Ach komm. So. Und das wäre jetzt hier Betrug, das machen wir nicht. So, jetzt müssen wir hier hin. Den Cyber muss ich natürlich jetzt so töten, das ist so vorgesehen. So. Die Secrets, das ist echt die Härte. Also, muss einmal hier rein. Dann muss ich hier... Oh, guckt euch das an. Hier, da, das blaue Ding hier, ne? Wow. Nee. Da musste ich ein YouTube-Video heranziehen. Ich habe das Ding nicht gefunden. Wahnsinn. Das habe ich nicht anders rausgekriegt. Das war echt nicht anders machbar. Und dann ging es ja hier weiter. Ich habe mir gedacht, ja, irgendwie muss ich jetzt ja auch da hinten reinkommen, weil da ist ja noch ein zweites Secret. Nämlich genau dieses, zeige ich euch.
Das habe ich auch immerhin selber gefunden. Also, dass es hier noch reingeht, habe ich selber gefunden. Aber die Frage war eben halt, wie? Und, ja. Aber erstmal möchte ich jetzt auch nochmal die Munition hier mitnehmen. Ja, toll. Ein bisschen... Ja, Anlauf wäre super. So. Munition noch mitnehmen. Und... Gut, die Shotgun ist voll. Passt also. Ja, das Secret, ne? So, und dann... Dazu mussten wir nämlich hier hoch. Das war schon durchaus eine Kombination. Und dann ist hier das... Wie soll man darauf kommen? Da ist noch nicht mal ein Indikator für, ne? Ah, verfluchte Schitte. Da kam ich aber nicht drauf. Und ich hab schon immer alle Kisten gedrückt und gemacht und getan. Wahnsinn. Ja, das ist das. Dass es hier noch offen ist, das ist echt der bittere Wahnsinn. Ich weiß gar nicht jetzt... Ach, das ist das Ding. Okay, ja. Nee, da will ich jetzt noch nicht. Ach, sonst komme ich denn hier nicht mehr runter, ne? Weil das ist Schrott. Dann muss ich hier nochmal zurück. So. Und dann müssen wir diesmal die andere Seite nehmen. So. Nein. Hier hoch. Hier hoch. Andere Seite nehmen. So, der Schalter war ja für den Fahrstuhl. Dann müssen wir jetzt hier durch. Und da gibt es sogar noch jetzt einen Gegner, Lee. Den ich von da oben sogar auch schon geortet hatte. Können wir den so plätten? Ach, da sind zwei. Ich dachte schon, ich habe schon meinen Verstand gezweifelt, wie das denn angehen kann, dass mich das trifft. Ich sehe hier keinen zweiten. Wo ist hier denn ein zweiter noch? Ach, der spawnt. Nett. Speichern. Oh Gott. Ah, ging gut. Ist klar. Ja, jetzt greifst du natürlich an, du Arschgesicht. Ah. Na, also geht doch. Komm nicht gleich so, du Arschgesicht. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Gut, da oben ist ein Shotgun-Box. Ne, ein Health-Pack-Lichter. Shotgun-Box nicht, sonst hätte ich mich nämlich auch ärgern können. Warum geht das nicht runter? Achso, wahrscheinlich, weil ich den Schalter dazu drücken muss. Gut, hier die Rakete brauche ich nicht mehr. Ja doch, das ist eine ganze Shotgun-Box tatsächlich doch. Und irgendwo lebt noch was? Wo das denn jetzt noch? So, ach, der Cyber, ja logisch, der Cyber. Ach, das kann man nicht runterkriegen, wie es scheint. Na gut. Das ist aber ein bisschen ärgerlich, weil ich die ganzen Shankers noch gerne hätten haben wollen. Aber das geht anscheinend nicht, nee. Na gut. Dann ist dem wohl so. Wenn ich den Schalter drücke und da hinten gehe. Ah, nur lass mich da mal durch. Nein, geht nicht. Nee, keine Chance, da. Sich nicht darauf ein. Ja gut, wollte ich das Speichern nicht natürlich vielleicht noch für den Cyber brauchen kann. Ach, ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt mit diesem Arschgesicht überhaupt? Ach nee, ich muss ja da drauf, genau. So. Das können wir uns dann am ehesten entbehren. Wahrscheinlich nicht viel, ne? Ja. Kacke. Raketen nehme ich jetzt einfach mal. Da haben wir recht viele von gerade.
Den Rest können wir, glaube ich, mit der Shotgun machen. So, passt. Okay, dann ist es ein bisschen gemischt, dann passt das. Weniger Verbrauch. So, jetzt gucke ich nochmal nach, dass ich noch ein bisschen Munition nachkriege. Das wäre vielleicht ganz gut. Und Telefrecken wollte ich den halt natürlich nicht, weil das ist so nicht vorgesehen und die den Munitionsaufwand, den müssen wir uns halt schon dann geben. So. Ich suche hier gerade noch Shotgun-Munition, da müsste doch eigentlich noch was sein. Ah, ich habe schon welche gefunden. Da drin ist eine Box. Ist da noch Raketen? Das sind bestimmt noch wesentlich mehr Raketen. Ja, allerdings. Was sollte ich jetzt das ganze Level nach Raketen absuchen? Ey, ich weiß, wo ganz viele Raketen sind. Nein, wir brauchen nicht das ganze Level nach Raketen absuchen. Mir fällt gerade ein, wo ein ganzer Haufen lag. Ich muss hier nur mal wieder dahin finden. Und den hole ich mir jetzt auch erstmal den dicken Haufen. Der war nämlich... der war hier irgendwo. Genau. Deswegen war das gar nicht mal so dumm, die Raketen zu nehmen. Denn die kriegen wir nämlich hier ganz wunderbar nachgeschmissen. Ich hätte den ganzen Zeit mit Raketen platt machen sollen. Ja, nun zu spät. Ich habe jetzt Zelts mit eingesetzt. Hätte ich gar nicht machen sollen. Hier sind nämlich haufenweise Raketen. Die hatte ich jetzt kurzfristig nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ja, schade. Die hätte ich mich gut für den Cyber benutzen können. Okay, naja, was soll's. Dann lass uns jetzt abhauen. Wow, also die Secrets waren echt bitterhart, muss ich wirklich sagen. Die letzten beiden waren echt bitterhart. Okay, raus geht's hier. Ja, Silent Hour. Ja, ich hab's ein bisschen verpeilt. Leider musste ich da tatsächlich mich zurück durch die Wände klippen. Nützte alles nix. Das habe ich ein bisschen verpeilt, leider, aber ich will trotzdem 100% Kills haben. Und ja. Ja, dadurch hatte ich halt die Schalter nicht gedrückt, dass er erst. Habe ich ein bisschen verpeilt, leider. Aber durch die Verpeilung wollte ich natürlich nicht den zweiten Cyber auch noch telefrecken. Das wäre ja Unsinn gewesen. So. Daher so. Ja. Recht cooles Level auch schon wieder gewesen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sehen wir uns das nächste Mal wieder mit Speed of Doom. Bis dann, bye bye.